Denkt mal drüber nach. Man sollte generell ein bisschen mehr trinken, als man es eh tut. Ich meine, ich trinke am Tag, wenn es hochkommt, was ist in so einer Flasche drin, 1,5 Liter. Dann würde ich mal so sagen, trinke ich am Tag 2 Liter. Was jetzt nicht sonderlich viel ist. Ja. Man sollte eigentlich auch mehr trinken, denn man braucht das Wasser und vor allem jetzt, wenn es so warm wird wieder, es ist... Puh, der Sommer tritt doch noch ein, ne? Hätte man am Anfang des Sommers nicht erwartet, dass es so schön warm wird und so generell schön. Auch wenn es die letzten Tage ziemlich ekelhaft geregnet hat hier in NRW. Ja, ich sag euch, ich wohne in NRW. Oh mein Gott, jetzt kommt gleich bestimmt der erste Kommentar. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Alter, ernsthaft. Who cares? Ach ja. Es lebe ein Hühnchen! Oh. Es lebe ein Hühnchen! Hat's geklappt? Das Schaf hat das Hühnchen gegessen. Oh mein Gott, nein, ein Killer-Schaf. Ja. Das Killer-Schaf will uns alle töten. Guckt es euch an. Seine diabolischen und wutgefüllten Augen. Wie sie dich angucken. Du musst, wenn du so ein Schaf wegrennen. Wenn du so ein Schaf wegrennen, genau. Wenn du so ein Schaf siehst, musst du wegrennen. Und denn dann hast du eine Chance zu überleben. Oder du zückst als Wolf den Schwert und schlägst sie. Oh. Er hat mehr Angst vor uns, als wir vor ihm. Tut mir leid, Schaf. Das wollte ich nicht. Wollte ich wirklich nicht. Jetzt legt ihr mir wieder Sachen. Nee, ich wollte das echt nicht. Nein. Echt nicht. Übrigens, stehe ich ja momentan auf 270 fucking Abonnenten auf YouTube und ich dachte mir nur, what the fuck. So viele, die meine Videos gucken. Und dann gucke ich im Videomanager. Videoaufrufe. 20, wenn es hochkommt. Nach 2 Wochen. Und da denke ich mir auch. Abonnenten? Wo seid ihr? Also, das ist schon ein bisschen schade. Naja. Muss ja nicht jedem gefallen, was ich hier zocke. Irgendwann kommen wieder Spiele raus, wo ein paar mehr zu gucken. Oder wo die anderen Leute zu gucken. Denn, Minecraft gefällt ja jetzt auch nicht jedem. Ne? Ich kenne zum Beispiel jemanden, den mag es überhaupt nicht. Ist nicht schlimm, jeder hat einen anderen Geschmack. Solange man dazu steht. Zum Beispiel habe ich die Musik, die ich hier jetzt gerade angemacht habe, auch auf meinen iPod. Und wenn mich jemand ansprechen würde, ey, was ist das denn für eine peinliche Musik, du Typ, du, hör doch mal lieber Dubstep. Und da hört immer Rap an, hier Rap ist doch das Beste überhaupt hier, wenn die so ankommen. Jo, Digga, ey, was geht da? Und ich denke mir da nur, okay. Hey, tu du, was du nicht lassen kannst. Ich höre lieber wieder weiter. Ruhige und entspannende Musik. Und ja. Ja? Immer zu deiner Meinung stehen. Weil ich finde, warte, ich suche jetzt mein Lied raus. Naja, nee, das jetzt zum Beispiel nicht. Hm. Dieses Lied ist jetzt nicht wirklich richtig packend spannend, aber es beruhigt mich. Und während in der Busfahrt, weil ich muss ja morgens eine Stunde fahren, bis ich bei mir an der Schule bin, es kann schon ein bisschen scheiße sein. Vor allem, wenn man um 5.30 Uhr aufstehen muss. Ja, aber diese Musik lässt mich dann wenigstens den Tag ein bisschen ruhig beginnen, weckt mich teils auf und ist, glaube ich, ein bisschen besser, als wenn ich direkt The Big Black oder sowas höre, weil würde ich das hören, wäre ich bestimmt aggressiv. Ich starte nämlich lieber ein bisschen geschillt an den Morgen, als
mit richtig Death Metal, auch wenn ich gerne Metal höre. Aber naja, man kann es ja nie immer jedem recht machen. Deswegen bin ich eigentlich zufrieden, wenn 20 Leute meine Videos gucken. Das freut mich schon ungemein. Oder wenn zum Beispiel 20 Leute meinen Streams, und das freut mich auch so unglaublich. Das ist, ne? Im Endeffekt sind es nur Zahlen. Aber wenn man sich mal im Klaren ist, was die Zahlen für manche bedeuten, ne? Es gibt ja auf YouTube solche Leute, die machen Sub for Sub, und ich denke mir immer nur, nein, was willst du mit jemand, der deine Videos nicht guckt? Und dann schreibe ich den Nein. Ich versuche es so höflich zu formulieren, wie ich kann. Denn man soll ja auch immer noch ein bisschen, ne, man soll ja auch ein bisschen nett wirken. Denn ich bin ja überhaupt nicht nett eigentlich, ne? Kennt mich doch alle. Ich bin hier Badass von einer ganz schlimmen Sorte. Und ja, wenn dann von einigen keine Antwort mehr kommt, dann denke ich mir, okay, abgeschlossen. Aber da gibt's dann auch Leute, ey, die flame dich dazu, die, boah, das ist echt nicht mal feierlich. Sowas von übertrieben, wie die Leute abgehen. Hm. Ich hatte ja schon meinen richtigen Hater. Ah, da muss ich lachen, wenn ich dran denke. Ah, aber die Geschichte habe ich schon sehr oft erzählt, deswegen werde ich es diesmal lassen. Wer sie wissen will, der kann ja mir nochmal eine Privatnachricht schicken, dann schreibe ich ihm das mal auf. Aber das war echt, das war ein Knüller, war das. Ich weiß noch nicht mal, wie der Kanal heißt, sonst hätte ich da irgendwas bestimmt auch noch gemacht, aber nee. Ja. Ah. Unglaublich. So. Hm. Fehlt die unter euch, die sich jetzt fragen, wo ist der Ilke, geht zur Schule, wie alt ist denn der kleine Knirps? Ey, erstens, ich bin nicht klein. Ah, und zweitens, ich bin momentan auf dem Berufskolleg und mache mein Fachabi. Ja, ja. Fachabi. Und zwar in Gestaltung. Ich mag Gestaltung. Und warum kommt jetzt keine Musik mehr? Ich will Musik! Das sieht erst ein bisschen leise. Ah, guck, das hier ist schön. Und die Sache ist nur die, ich weiß nicht, was ich danach machen will. Hey, danach mache ich echt voll die fetten, krassen Dollars auf YouTube und Twitch. Nee. Oh, wie ich das einfach nicht ernst nehmen kann, was ich manchmal sage. Ich will danach wahrscheinlich studieren, weil was bringt mir das, wenn ich nach meinem Abi erstmal eine Lehre noch mache? Das ist doch... Nee. Hätte ich auch direkt eine Lehre machen können, finde ich. So. Die Frage ist nur, was ich studiere. Eigentlich habe ich es geplant, Architektur zu studieren. Aber irgendwie... ist das nichts für mich, glaube ich. Deswegen werde ich mal gucken, ob ich vielleicht demnächst mein Praktikum machen kann. Bei einer Architekturfirma in der Nähe. Weil mich das doch schon irgendwie reizt. Eigene Häuser bauen und auch, oh, das ist doch episch. Ich stelle es mir aber vielleicht auch ein bisschen zu einfach vor, vom ganzen Minecraft-Gespiele. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich